Hallo Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 7 Rebirth. Im Reaktor von Gong Gaga, auch bekannt aus Crisis Core zum Beispiel, beziehungsweise OG7 natürlich, unter anderem als Ex-Heimat. Wir sind gerade beim Reaktor, weil angeblich der Armer hier aufgekreuzt ist und die Moiren hier auch rumtouren. Lang nicht gesehen, ich glaube in Rebirth noch gar nicht. Jedenfalls hier nicht, in der Ecke. Und ich bin immer noch sehr überfragt, ob die Armer jetzt die Weapons sind. So, ich weiß, dass sie ja Armer heißen, ja. Aber ist das eingedeutscht? Weil... Nennt mich dumm, aber ich erinnere mich nicht an irgendwas, was Armer oder ähnlich hieß im OG7. Oder irgendwie in anderen Teilen. Das Einzige, was mir wirklich in den Kopf gekommen ist, weil sie von Schützer des Planeten sprechen und sie diese riesige Materie an sich haben, ist halt wirklich Weapons, die eigentlich im OG viel später erst auf den Plan getreten sind. Ja, würde auch erklären, warum die Moiren hier antanzen im Sinne von, ey, Brody, ey, bist du voll, geh mal zurück. Könnte sein. Aeris, Tifa und Juffy warten in Gong Gaga, kümmern sich um die Leute da mit Sisney zusammen. Ja, kennt man auch aus Crisis Core zum Beispiel. Die ist nämlich tatsächlich hier. Hat sich von den Türken zurückgezogen, wie es scheint, und arbeitet jetzt hier quasi im Dorfmilitär, kann man sagen. Beschützt das Dorf und die Bewohner halt, vor Shinra auch. Joa, und ansonsten würde ich mal sagen, gehen wir mal rein und schauen, was uns erwartet. Stopp! Aus! Sind die Leute ausgerüstet? Ich bin mir gerade unsicher, ob wir das im letzten Part noch... Ja, oh, okay. Sieht so aus, ob Vergangenheitskiri mitgedacht hat. Das ist schon mal gut. Kann ich mitarbeiten. Sonst ja, gehen wir mal rein. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ich finde es immer noch so cute wie Cat oder die Katze. Weil sie ohne Maskottchen rumrennt und dann sein Maskottchen rausholt. Aus dem Nix. Diesen Plüschding. Voll cute. Auch wenn ich noch nicht ganz stau geworden bin aus dem Kampfsystem mit ihm. Aber hey, ist ja nicht so, dass ich besonders gut in diesem Spiel bin. Dementsprechend ist das jetzt nicht. Los, komm! Weiter! Bis hier das nicht noch. Und sind das diese ekligen Frösche oder? Das war's dann. Also, los! Verschwende! Was haben wir denn hier? Okay, ich leg dir eine Pfote! Genug! Ich hab mich ganz schön ins Zeug gelegt, oder? Ich mich gerade wundert, warum ist das Spiel bei mir wieder so laut auf dem Kopfhörern? War ich nix angepasst. Geil, Oregano. Aber ihr müsst kurz warten, ich muss erstmal Fettpizza backen. Ich glaube, wir haben Cloud auch schon länger kein Schwert gegeben, ne? Ende mit Schrecken gab es auch im ersten Teil, meine ich. Sieht gut aus, aber ich sehe gerade, wir haben da nur zwei Slots. Ich weiß nicht, ob ich mit zwei Slots weit komme, ehrlich gesagt. Ich kann definitiv ein bisschen was umändern. Meint ihr, das reicht? Das sind halt Sachen, die sind cool, müssen jetzt aber nicht unbedingt sein. Probieren wir es mal. Hier noch irgendwas Cooles. Ja, Hallöchen. Dies ist Nom Nom. Wait, hier geht's gar nicht lang. Entschuldigung, das ist einfach der Weg und nein.
Hätte mir beinahe irgendwie was... Oh, Myron. Was übersehen, weil ich dachte, das ist einfach der Hauptweg. Genauso wie hier überall was ist und ich keine Ahnung, ob ich da reinkomme. Oh. Jetzt werde ich ungemütlich. Zack! Hm? Oh. Weil dann aber gerne! Bis hier und nicht weiter. Gut gemacht. Gerne angucken. Was haben wir denn jetzt bekommen? Mit Schrecken, genau. Sollte eigentlich das so stark sein. Ja, na dann. Boah, kann man machen. Das kann man wohl machen. Meinen der Reaktor schon ein bisschen mitgenommen. Aber hier gab es ja auch einen Vorfall mit Shinra mal wieder natürlich. Ihr erinnert euch vielleicht. Beziehungsweise der Reaktor ist halt in die Luft gesprungen. Explodiert. Piu gemacht. Auch einige Leute im Umgang ums Leben gekommen sind. Shinra hat halt versucht, das Ganze wieder zu vertuschen, weil typisch Shinra. Ähnlich wie in der Coral-Region. In Barretts Heimat. Die auch versucht haben, den Unfall des Reaktors irgendwie die Dorfbewohner zu schieben, beziehungsweise... Ja, das war ein Terroranschlag. Haha, so unsere Reaktoren gehen in die Luft. Ah, passiert nicht. Keine Ahnung, was da war. Ha, die Bewohner sind schuld, of course. Ja, man kennt das. Sollte ich mal wieder in diesen Tee reingucken, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist Cloud bis oben in mir zugestopft mit Dingen. Ach du Schande! Hier steht ja alles komplett unter Wasser! Sag nicht, du kannst nicht schwimmen. So eine Arme hat wohl nicht gern Besuch, was? Volle Kugel. So nicht noch! Bob! Voll genug! Ja, so spannend, wie sie das drehen mit der Arma. Vielleicht ist es auch wirklich was komplett anderes als die Weapons. Und es hat nur irgendwie ähnliche Bedeutung. Who knows? Was ist das hier? Warnung, Stromversorgung unzureichend. Okay. Ey, ich hab das Kabel schon gesehen, aber da gab's Loot. I wanted that Loot. Das Schwert sieht aber auch cool aus. Hör mir nebenbei auf. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Mhm. Da seid ihr, ihr Schnuggis. Ich habe das Gefühl, die wollen uns irgendwie ärgern. Sie warten quasi auf uns und sagen, nee, du kommst gar nicht an uns ran. Better try next time. Weiter. Meinst du mich? Ich glaube, die nehmen uns das auch ein bisschen übel in Midgar. Dass wir uns gegen die quasi zur Wehr gesetzt haben. Jetzt machen wir uns einfach nur dreist. Ich bin ziemlich schwach. War das etwa schon alles? Ja, ich könnte auch hin und her switchen gerade. I know. Hab mich zum Beispiel mit dem Mietzikitzel ein bisschen anfreunden, aber... Ah! Cloud macht das schon. Bin mir gerade noch unsicher, wo ich hin muss. Hier nicht, aber es gibt Küste. Das Kiste ist halt auch... irgendwie drin geblieben, als Tales of Cilia war es, glaube ich. Als meine ersten Projekte damals. Jetzt habe ich auch einen Schluck auf. Wird schon richtig sein. Oh, 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 oh. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich nach unten oder nach oben muss.
Wie viele Wege? Ja, I guess. Sieht aus, ob ich durchs Wasser muss. Then again. Ich und Kartenlesen, wir sind halt nicht so Freunde. Armselig. Ich seh dich! Hey, Loki! Das tut weh! Das sollte reichen. Das ist das, Digga. Beide runter. Jetzt hab ich hier meine Fresse. Digga, ich kann nicht darauf achten, dass meine Katzen mich nicht umbringen und das Spiel spielen. Manchmal kann Loki einen Arsch sein. Pfote in Pfote. Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Volle Kraft. Okay, ich merke, ich kann nicht Items aufsammeln dann dabei. Cloud ist tot. Oh, cool. Again, I don't know what happened. Ich habe kurz auf die Idee mit den Katzen geachtet und dann so, weh! Weil die lieben es sich, einfach durch die Wohnung zu jagen und irgendjemand heult dann. Wo sind meine Phönixfedern? Wo zum Fick sind meine... Da, okay, ich wollte gerade schon sagen. Haha, keine mehr da. Sind widerliche Drecksviecher. Not gonna lie. Übernimm mal bitte schnell. Jetzt oder nie. Mach. Ja, genau. So wird das nichts. Los. Brauch mal kurz eine Pause. Hey, geht's noch? Ich wiederhole mich, aber widerliche Drecksviecher. Heilung vertragen. Ja. Übernimm du. Schon geschafft. Da also. Ich habe nicht zufälligerweise irgendjemanden Ding zu geben. Gebet. Hat wahrscheinlich immer noch Aris, richtig? Ah, this is bad. Übernimm mal bitte. Ziemlich ausgezeichnet. Neuer Versuch. Der Feind ist geschwächt. Ausgerechnet jetzt. Ich brauche wirklich Heilung. Ich brauche meine Pause. Das wird eine Katastrophe. Genug. Wie am Schnürchen. Merken wir uns, das waren Scheißviecher. Das hat mir absolut gar nichts gebracht. Okay. Nein, wiederholt da. Und ja, ihr kennt es, meine Katzen denken sich immer zu den lustigsten Zeiten. Jetzt spielen wir! Ha! Und ja, es ist immer Loki, weil... Keine Ahnung. Sag mal, bilde ich mir das ein oder werden das immer mehr? Ja, ich glaube schon. Womöglich wollen sie uns führen. Die haben sicher nur Gutes im Sinn. So, Loki ist halt hier so der Kater, der könnte den ganzen Tag spielen. Legit. Den ganzen Tag. Und die anderen halt nicht wirklich. So, Tweak spielt man mit ihm? Wenn wir auf die andere Seite wollen, dann müssen wir den Wasserstand anheben, fürchte ich. Ja. Mal sehen, ob es ein Steuerpult gibt. Wäre gut, I guess, aber wo? Ja, Loki will immer mehr spielen, als die anderen spielen wollen. Was dann schwierig ist, wenn das gerade, wenn du gerade anfängst aufzunehmen. Und er so, ich will aber spielen, Digga. Also muss ich irgendjemand herhalten. Ja. Mir nach. Aber gerne. Du bist hier und nicht weiter. Nicht schlecht. Jetzt wird's saurig. Was haben wir denn hier? Da. Nichts überstürzt. Wurde schon unschützt. Yippie, wir haben's geschafft. Boah, ich bin halt minimal überfordert mit dieser Map. So, da geht's lang. Ich kann hier raus. Irgendwo muss ich den Wasserstand anheben.
Ja, nun. Kann ich mit dir Wasser steuern? Achtung, Identifizierung fehlgeschlagen. Stromversorgung unzureichend. Kann ich wahrscheinlich aber nicht jetzt, okay. Stromkabel. Hier ist ein... Nein, das ist kein Stromkabel. Das ist ein Ding zum Reinstecken, aber kein Stromkabel. Ah! Kann ich da zufälligerweise hoch? Muss ich da hoch? Weil hier ist der Generator. Ah, und da ist ein Kabel. Nehmen wir doch das. Ich hätte das Gefühl nicht los, dass ich hier oben irgendwas runterholen muss. Aber jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Ich sehe, dass es da lang geht, aber nicht, wie ich da hinkomme. Komme ich hier nicht rüber angeln, oder? Entdaken-chan! Wo bist du? Schwierig. Volle Konzentration. Okay. Nun, das ist schwierig. Sehr gut. Das tut weh. Zack. Genau so. Aber ich mag diese Viecher nicht. Übernimm du. Jetzt hab ich hier das Sagen. Verzieh dich! Was denn geschöpft? Jetzt wird gekokelt! War das etwa schon alles? Das Ding ist, das bringt mich jetzt halt nicht weiter. Das ist keine Map für jemanden, der absolut keine Karten lesen kann. Man könnte wahrscheinlich meinen, aber man sieht, dass das doch easy peasy, wo es lang geht. Ich so, nee, ich hab gar nichts. Legit, ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir möchte. So, ich muss irgendwo da hoch wahrscheinlich, um Kabel zu finden. Um den Wasserspiegel zu erhöhen, aber ich finde hier keinen Weg gerade, der mich irgendwie dahin führt, wo ich hin müsste. Ich komme hier nirgendwo hoch, wo ich hoch müsste. Wie komme ich da hoch? Ich habe hier keinen Hinterhaken, ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwie hochzukommen. Also zu springen oder eine Leiter. Von der Seite auch nicht. Wie fuck will das Spiel von mir? Hier geht's halt überall nur ans Wasser, da komme ich nicht weiter. Ich muss halt das Wasser annehmen lassen, aber da, wo es halt lang geht. Geht's halt auch wieder nicht weiter. Beziehungsweise, da ist zwar ein Generator, aber ich habe kein Kabel für diesen Generator. Da war ich. Da geht's nicht weiter. Die Dinger respawnen mich. Kinderspiel. Abschaum! Bis hier und nicht weiter. Nicht übertreiben. Hier kommt Barrett! Yippie, wir haben's geschafft! Eigentlich war das jetzt halt so der Spot, wo... Ja, hier ein Enterhaken ist. So, ihr seht, da ist eine Treppe, aber die... Ne, geht nicht.
Da ist eine Treppe oder eine Leiter oder was auch immer. Geht nicht. Wie soll ich darüber? Sehe ich hier keine Möglichkeit, darüber zu kommen. Das Spiel möchte, dass ich hier Strom anschließe, aber das Kabel ist so kurz. Nichts drücken oder irgendwie machen. Hier irgendwo hoch. Im Kabel, was zu kurz ist. And that's about it. Da komme ich halt nicht ran. Also ich kann das nicht irgendwie verlängern oder so. Kann hier nicht hoch. Ich dachte, vielleicht kann ich da halt hoch, ne? Kann hier aber nicht springen oder er geht hier nicht hoch. Eigentlich wird es ja mal angezeigt, wenn man lang soll. Aber hier ist gerade gar nichts. Legit, hier ist nichts. Ich komme hier nicht weiter. Da bin ich hergekommen, oder? Nein. Bringt mich aber auch nicht weiter. Meine ich. Sehe ich hier gerade echt irgendwas? So easy peasy, keine Ahnung. Guck mal hier. Ich glaube, hier waren wir noch nicht runtergegangen. Ja, und das ist eine Kiste, die bringt mich jetzt nie weiter. Was ist hier? So, ich habe hier was und ich habe hier was. Wasserpegel. Obwohl, das ist wahrscheinlich... Das ist da. Okay, ihr wisst, ich bin kein Freund von Guides und so, aber ich bin gerade gewollt nachzugucken. Weil ich legit... Ich sehe hier nichts. Also ich sehe gerade wirklich nicht, was ich übersehen soll. Weil diese Karte sehr... scheiße ist. Sehr unübersichtlich und ich nicht weiß, wo hier was sein soll. Ich war hier schon überall. Ich komme weder hier weiter noch da. Warte mal, ich habe mein Handy hier. So, bevor wir jetzt 3 Stunden im Kreis rennen, ich habe legit keine Ahnung, was ich hier machen soll. Beziehungsweise ich weiß, was ich machen soll, aber es geht halt nicht. Leider. Ich habe das Gefühl, ich übersehe wieder irgendwas, weil es einfach so... ja, nicht ADS-freundlich ist.
War halt einfach unübersichtlich. Erstmal was finden. Ja, ich scheine blind zu sein. Angeblich soll ich da irgendeinen Wagen verschieben. Digga, was für ein Wagen? Da war kein Wagen. Was für ein Lastwagen war da bitte? Ich war zweimal in diesem Raum. Ihr habt gesehen, ich war da zweimal, da war nix. Wenn da jetzt was ist, dann ist es eben erst gespawnt, okay? Das ist das so verzögertes Spawn. Es war ein Fehler im Spiel. Nein, jetzt mal ernsthaft, ich habe nichts gesehen. Beziehungsweise mir wurde hier nichts angezeigt, was ich irgendwie verschieben kann. Da steht, irgendein Lastenwagen soll verschoben werden. Um das Kabel freizulegen. Zum Wagen? Ernsthaft? Das kleine Ding hier. Da bin ich sicher 10-mal dran vorbeigelaufen und wurde mir was angezeigt. Nein. Ich dachte einfach, ich soll da oben irgendwie rauf. Also, ja, soll ich wahrscheinlich mit diesem Ding hier. Aber ich dachte, ich soll von der anderen Seite halt hoch. You know. Natürlich. Und jetzt ist natürlich auf einmal 3 Meter gewachsen. Dadurch. Okay. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Ich meine, ich habe gesagt, nehme ich solche Dinge einfach nicht wahr. Also legitim nicht wahr. Okay. Das hört sich jetzt nicht so gesund an. Sollte ich vielleicht, also, vielleicht einfach laufen? Ja, okay. Das mach ich doch. Und dafür ist zum Beispiel ein Stream cooler. Wenn ich dumm oder blind bin, könnt ihr mir helfen halt. Na? Hier bin ich halt wirklich darauf angewiesen, kurz nachzugucken. Weil ich wirklich absolut keinen Plan habe. Passiert selten, aber ja. Goldheitsband. Oh. Ne, und jetzt bin ich wenigstens hier. Ich dachte, legit, ich muss irgendwie von hier auf der anderen Seite hier rauf. Schauen wir doch mal. Red. Kann ich? So, warum habe ich Red dabei, wenn ich ihn gar nicht benutzen kann? Heilender Hüter. Das ist gut. Das ist quasi Gebet, nur halt anders. Quasi, dass du die Rächerleiste statt ATB-Balken benutzt. Okay. Ich frage mich manchmal so im Moment, wann ich wieder ein bisschen mehr dazu kommen aufzunehmen, beziehungsweise Projekte durchzubringen, Spiele durchzuspringen. Durchzuspringen. Ich habe hier so viele Spiele jetzt rumliegen. Was erhoffst du dir eigentlich? Aber noch nicht Zeit. Ist doch klar, dass ihr an unserer Seite kämpft. Und gegen wen? Habt ihr irgendwelche Feinde? Ja, Sephiroth. Und Shinra mit seinen Reaktoren natürlich auch. Das mit natürlich. Shinra verstehe ich ja, aber Sephiroth, der ist doch vor 5 Jahren gestorben. Scheint Fake News zu sein. Das dachten wir auch.
Früher oder später hast du sicher auch das Vergnügen. Ich habe ja schon viele verrückte Sachen gehört, aber das tut sie alle. So. Ich weiß nicht, ob man das verbinden kann. Ich bin mir nach. Je nachdem, wie man Bock auf Psychopathen hat. Genug. Auf die Hau. Na gut. Schluss mit lustig. Nimm das. Dann übernimm. Wurde ja. Sehr scharf. Schon erledigt. Und ja, die ganze Sephiroth-Sache scheint ein bisschen Fake News zu sein. Goddammit. Glaubt nicht alles, was im Internet steht und so. Ja. Lass mich raten. Boss Battle? Ist es dat? Wahrscheinlich ist es dat. Na gut, dann kurz mal vorbereiten. Das hilft mir gerade nicht. Für mich finde ich es. Like, schaut euch diese Bank an. Diese Bank sieht genauso aus wie die Bank bei den Schokobo-Haltestellen. Nur, dass sie halt blau angemalt ist. Aber es ist halt auch einfach nur Billo-Holz. Da braucht der Herr kein Kissen. Aber bei den Schokobos sind ganz. Ah, nee. Kritisch. Brauche ich Kissen. Erklärung, Cloud? Wieso macht die Farbe es gemütlicher oder keine Ahnung? What do you think? Krokodil am Reif. Was ist denn für Yuffie? Meiner gerne habe ich wahrscheinlich so viele Sachen, die ich einfach craften könnte. Beziehungsweise synthesieren könnte. Apropos Synthese. Mega Spray. Kann ich Riser noch nicht herstellen? Oh. Sieht's damit aus? Das ist für die XP. Tal ist meine Hexe. Angel. Okay, ist alle. Ja, das ist einfach nur ne, für die XP. Ist quasi brauchen tut es nicht. Der ist echt gut. Mit Vitalität und Willenskraft um jeweils 30 Schütz während des Kampfes vollständig. Vor sofortigen Tod und im Zustand Gemach. Ich weiß nicht, wofür ich das brauche, aber ich mache es schon mal. I guess. Kann ich das denn irgendjemandem geben? Ich weiß nicht, was die ausgerüstet haben. Hör die Magie. Maybe ein bisschen mehr. Bisschen mehr hier. Abwehr bei ihm. Okay, das ist schon gut. Aber ja, ein bisschen magische Attacke weniger, aber so viel magische Attacke hat er, glaube ich, gar nicht. Größtenteils, weil, ja. Was hatte er denn noch? Irgendwas mit alle, ne? Genau, Protossen, warum? Weil ich immer noch nicht weiß, ob ich das nehmen soll oder halt einfach. Courage. Ich weiß halt nicht, was ich eher brauche. Abwehr oder stärker Angriffe? Don't know. Dann speichern wir mal kurz zur Sicherheit. Weil ich ziemlich sicher bin, dass gleich ein Boss kommt. I know, you know, they know, we all know. So, die Frage. Moiren, Arma, was komplett anderes? Shinra? Irgendwo durchgeknallt, der Riesenvogel mal wieder. Sieht nach Moiren aus. Ich bin einfach nur sprachlos. Seht doch! Der Reaktor sollte stillgelegt sein, aber das Mako fließt immer noch in Strömen. Das heißt, wir haben Erfolg. Die Zerstörung der Reaktoren ist sinnvoll und gut. Das eine hat mit dem anderen...
Bringen wir es hinter uns. Der Geruch macht mich krank. Disgusting, Marco. Das ist doch nicht etwa eine Relika! Scheiße, Shinra? Das haben wir doch dir zu verdanken! Hey, keine falschen Unterstellungen hier! Oder Shinra, Mensch, irgendwie habe ich die verdrängt. Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da, hm? Ein paar Mako-Schmeißfliegen. Sieht sie die Molden? Fragezeichen oder Scarlet! Die Schatzsuche verzögert sich etwas. Erst ist das Ungeziefer dran. Oh boy. Legen wir los! Arriba! Das tut weh! Volltreffer! Ja! Nein, 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 dude. Get out from me. Nicht übertreiben. Jetzt kann ich dir das sagen. Sammy, darf ich gerade, dass sie schon tot ist? But he's not dead. Nicht ein Schlöcher, nicht wie ein Zehn. Hab schon Vorarbeit Pfote, gelassen. Pfote! Den hier lieben die Leute. Okay. Wie Wiederbelebung. Wie Wiederbelebung. Volle Attacke! Die Sterne lügen nicht. Kommt. Kann man nur dermaßen unfähig sein. Oh, look at me, ich bin Scarlet. Ich hab gut reden, aber selber mach ich mir die Finger auch nicht schmutzig. Haha. Was treibt ihr denn? Legt aber mal einen ordentlichen Zahn zu. Sonst dürft ihr mir am Morgen als Kursauflage dienen. Wie schmeckt ihr das? Nicht schlecht. Dann übernimm. Ein neuer Versuch. Auf Onkel Barrett ist Ballast. Ruf schon mal den Arm. Das tut weh. Ja, ja, ich denke, ihr seid so cool mit eurer Wiederbelebung. Ich zähle auf euch. Kümmert sich, komm. Weil ich habe das Gefühl, er sagt bei sich auch, Cat kümmert sich drum. Aber der andere fängt irgendwie mit Chi irgendwas an. So. Wie ist dein Name? Ich zähle auf euch. Nichts für ungut. Bis hier und weiter. Ich seh dich! Ein Treppchen in Ehren! Katzenklatsche! Verrecke! Es ist aus! Bei Schädlingen wie diesen sind wohl härtere Mittel gefragt. Oh. Oh! Big Boy! Oh, steckt dir mal ins Zimmer raus, oder? Das ist. Wow. Ah, sieht wie ein Kumpel aus, mit dem man spielen möchte. Zack! Cool. Ich zähle auf dich. Hier kommt Barret! Okay. Wärst du so gut? Ist das alles? Das war Pumpe! Der saugt's auf! Los, gib alles! Pfote in Pfote! Sag mal nicht. Vergehst du mir mal? Krallen zeigen sind ein gutes Team! Ja, verzeih dich! Das war ein Schatz wieder. Au, mein Arm ist weg! Ich bin halt echt nicht gut mit dem Dude, ne? So geht's Beleg los! Ich mach das. Jetzt! Nicht übertreiben! Wurde schon ungeduldig! Ich zähle auf dich! Kümmert sich drum! Ich sehe dich! Kannst du auf mich zählen? Ah, das Ding ist halt echt nutzlos. Dem Fleisch fühlt sich halt auch nicht mehr so schnell, ne? Das war ja wohl übertrieben! So, warum ist die Leiche so extrem langsam? Lass mich mal. Auszeit!
Kotzt. Das müssen wir unterbinden. Ja, ich hab grad keine Ahnung wie, Digga. Chill. Ich hab nämlich... Noch mal kurz eine Pause. Ich geh nicht auf das Palast. Da also. Wie schmeckt dir das? Hey, alles okay? Ich hab das Gieserkraut schon von unten gesehen. Übernimm mal. Ich mach mit ihm nicht gar nichts. Kein Damage, nix. Jeder hat eine Schwäche. Na gut. Nicht mehr! Ja, ich komm mal bei dem Viech nicht weiter, so als mit. Wurde schon ungeduldig. Und das ist wieder das, was mich am meisten nervt bei den Bossen. Dieser Agro wechselt sich so schnell, dass du absolut keine Chance hast, irgendwas zu tun, weil kaum switchst du, sind sie ja auf dir drauf. Du hast keine Möglichkeit, irgendwie einen Charakter ATB-Balken hochzubringen. Oder überhaupt irgendwas zu benutzen. Gerade, weil ATB wieder 3 Jahre braucht zum Aufladen. Ah, Kampfsystem und ich sind keine Freunde noch. Und ja, ich weiß, ich komme noch nicht voran, aber ich komme auch nicht dazu, irgendeine Analyse zu benutzen. Weil ihr seht, wie die ATB-Balken was wieder verbraucht werden. Für alles, nur nicht für Angriffe. Nur kein Über. Eis. Müssen wir ja an Schaden schon ganz weit. Ja, als Rätschen. Die Mädchen, die gerade Damage machen. Ist dir kalt? Unten bleiben, Abschaum. Okay, los geht's! Und Cat ist halt extrem nutzlos gerade. Mit seinen 2 Damage gefühlt. Übernimm mal! Ich mach das. Los, alle für einen! Hey, mir nach! Ja, genau! Wie lästig! Synchro-Fähigkeiten. Ich hab gar nichts. Du bist wird kalt. Übernimm schön, du. Das wird schon nichts mehr. Nicht so nah. Da also. Das ist hier ein Boss, den ich überhaupt gar nicht mag, weil sie einfach sinnlos nervig schwer ist. Hab schon Vorarbeit geleistet. Vor allem... Los! Ging denn das nochmal? Wer hat mit dem nicht warm? Leider. Hat sicher coole Sachen, beziehungsweise ein paar Fähigkeiten habe ich schon gesehen, die cool sind, aber ich werde mit diesem Kampf. Jetzt erst recht. War? Mit Kerstin. Ja, ist das ein Kampf? Jetzt zeige ich meine Krallen! Schluss mit lustig! Ja, und tschüss! Volle Paracke! Das sollte reichen. Ja! Auf Onkel Barrett ist mein. Zeit für eine Kraftprügel! I don't know, aber... Komm schon! Cat ist nicht mal. Gut. Jetzt wird abgerechnet. Das wäre komisch. Wir haben ein paar Sachen, die sehr stark sind. Oh, jetzt dreh ich auf. Ein Trettchen in Ehren! Das ist gut, Ben! Verdammt! Zisch ab! Alles okay? Ja. Tja. Nein, ich lose ab. Marco. Magst du das? Klar doch. Jetzt geht's nicht. Arriba! Keine billigen Tricks! Das macht zum Beispiel mega viel Damage, aber... Nicht übertreiben. Wurde schon ungeduldig.
So, mit der Kampfart und Weise komme ich halt leider echt nicht zurecht. Allzeit bereit! Aufsteigen. Nichts für ungut! I don't know. Jetzt gibt's Prügel! Ja, ist ein bisschen weird, einfach zu spielen. Hat der gewisse Digga Miraculous einfach abgeguckt. Ernsthaft. Einfach fucking Miraculous. Lust auf ein kleines Spiel? Leg los. Ich übernehme. Oh yeah. Hast du noch Bio? Roger, ich übernehme. Ein Stück. Oh, fuck. Ha! Kampf auf die 12! Pack mal mit an! Naja! Der Tote ist Tote! Kann der Freund nicht mehr von Feind unterscheiden? Kein Weg, übernimm du. Hier kommt Barrett. Nicht schön. Nope, 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 nope. Ich mach das Vieh nicht mehr. Übernimm mal. Allzeit bereit. Was hast du denn? Mega Mockbox. Okay. Let's go. Ich mag den Charakter, aber ich mag ihn nicht im Kampf. Bislang jedenfalls nicht. Bislang wirkt er sehr weird auf mich. All over your place. Viel RNG und Glut und... Alles gut, der ist so ein bisschen, ne? Gräne und so, ihr wisst es. Ich helfe dir. Was ist mir Liebe? Cloud! Sind wir jetzt bei Gundam auf einmal? So, Cookies, Kinder, irgendwer? Die Zeit ist um. Ich hol mir jetzt die Magnus Materia und dann ab nach Hause. Lebt wohl! Okay. Guess we dead. Was zur... Helnikas, wo kommt ihr her? Wir müssen helfen. Los, macht schnell. Wir treffen uns vor dem Dorf. Nee, ich verliere es. Thing is, wir sind leider nicht ausgerüstet, Ladies. Habe ich das Gefühl. Nein, das ist problematisch. Weil ich das, wenn ich tiefer das letzte Mal hatte. Ist halt schon ein bisschen her, ne? Tiefer Schatz, was hauen wir dir denn jetzt auf die Schnelle rein? Barrett-Sachen? Zumindest größten Teils, I guess. Da vermisse ich so ein bisschen das System von Final Fantasy VIII damals. Einfach Austausch komplett von Magie, Ausrüstung und alles. Beziehungsweise Kopplung. Hat so viel einfacher gemacht. Wenn mir jetzt irgendjemand sagt, aber so eine Funktion gibt es doch in Rebirth Kiri, weine ich.
weil ich dann offensichtlich so dumm war, dich zu finden. Boah, ich weiß halt gerade echt nicht, was sie noch haben könnte. Ich war mir zum Beispiel auch sicher, dass sie auch einen MP-Boost hat, aber scheinbar nein. Scheinbar hat sie gerade gar nichts. Tifa! Was machen wir mit dir? So ein MP-Boost. Auch nicht unbedingt. Nah. Könnte ihr von Cath halt sonst noch stärkt Attacke und alles machen. Warte mal. Actually. Kann ich doch hier reinpacken, right? Ich muss es nur finden. Ha! Blau, blau. Das ist gut. Aeris ist quasi komplett ausgerüstet, weil ich Aeris fast immer drin habe. Ha. Ich hoffe, ich würde jetzt auch nicht so viel brauchen, honestly. Weil, sind wir ehrlich... brauchen. Wieso kriege ich das einfach nicht gelevelt? Das ist so langsam. So verdammt langsam. Ich gebe ihr das einfach mal, damit sie das levelt. Ja, die halte ich hier auch im Angebot. Brauche ich das unbedingt? Ah, das ist eine andere Frage. Level ich mal. Keine Ahnung, ob Gestein gut ist. War einfach mal irgendwie was anderes leveln. Bärendurchbruch, Bahn, ne? Wir rücken TP-Boost, Barrels, höchstens. Ja! Funktioniert doch. Würde ich es reichen müssen. Für was auch immer uns hier erwartet. Ha! Du Schande. Keine Sorge. Keine Panik. Sind die hier ganz ruhig? Die überlasse ich euch. Oh, Chocobos. Na? Ach so. Okay. Und die. Oh, das ist lieb, danke. Aber... Im Reaktor okay, sei das reinste Chaos. Ihr werdet sie brauchen. Aber hatten wir nicht einen Enterhaken quasi? Das passt bitte auf euch auf. Irgendwas braut sich da zusammen. Ich habe es im Gefühl. Und ich täusche mich nie. Das wird schon. Ganz sicher. Versprochen. Waldschokobus der Gangaga-Region. Waldschokobus können durch Sprünge von Pilz zu Pilz große Distanzen überbrücken. Yes, das haben wir schon gesehen. Das heißt, wir können es wahrscheinlich Shortcut machen. Bei Pilzen, deren Größe für einen Sprung ausreicht, wird das Symbol blub angezeigt. Nutzt sie, um schnell zum Reaktor zu gelangen. Okay. Das heißt, pretty much Shortcut einfach jetzt nutzen, ja? Okay. Vielleicht verlaufe ich mich auch erstmal. Mann, wo geht's lang? Genau hier. Der 3-Meter-Sprung einfach. Ah, schön. Und ich überlege gerade, was der richtige Weg? War hier noch irgendein... Ein Pilz? Da. Ich got it. Und ich sag so, Juffy müsste eigentlich schon am Kotzen sein.
wenn wir ehrlich sind. Hier müsste schon richtig kotzen. Oh, eine Entdeckung gemacht. Ey, Prioritäten, ja? Könnte was Cooles drin sein. Wo ist denn... Die Handelkiste da... So, die Zeitkiste machen wir halt auch noch nie, ne? Ist klar. Ja, das ist klar. Oh, Entschuldigung. Aber erstmal... Oh, fuck, da ist Shinra. Ah, let's go. Einmal ein bisschen Ärsche verklappen. Was wollt ihr hier? Sofort das war knapp. Jetzt. Yes. Yes. Ha. Los. Na, was war das? Nun, what do we got here? Ich leg los! Lichter los! Warte! Warte. Ab mit dir! Verdammt! Hopp! Ist das alles? Ups. Was ist denn noch? Überschätzige! Du hast keine Chance! Ich gebe nicht auf! Wechsel! Auf in den Kopf! Hab ich dich! Das wird unmöglich! Los geht's! Flamme der Ninja! Weil ich da immer noch leider nicht so schlau werde. Wie das so ganz funktioniert, ehrlich gesagt. Alter. Von dir. Ich leg los. Zack, schon gewonnen. Nimm das. Viel Erfolg. Jetzt zeig ich euch. Und nun? Eine Klettertour. Ich hab verstanden, dass man es quasi ändern kann. Das Element von Yuffie. Aber ich hab das Gefühl, wenn ich werfe, passiert halt trotzdem nicht viel. So. Gib die Seilpistole, ja, im Makroreaktor von Gongaga kannst du die Seilpistole verwenden. Such einen geeigneten Ort für die Seilpistole, schieße mit L2 und zieh dich dann an einem Zielgegner ran. Ja, das ist quasi das gleiche wie das andere Ding. Aber hätte ich ja nicht einfach so durchgekommt? Ich meine, bis dann noch sind wir auch durchgekommen. Hey, who knows? Frage, soll ich jetzt hier runter wieder? Oh. Oder soll ich irgendwie von oben drüber? Gibt es hier einen Shortcut? Da ist auf jeden Fall was. Dann nehme ich mal an, dass die Antwort ist, ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Okay. Dann machen wir das. Ist natürlich ein bisschen flutschiger dadurch, dass wir alles in das Wasser gesetzt haben. Ha? Verdammt, jetzt gibt's eine Lehrstunde. Zack, dein Ende.
Niemand, hey! Du bist so ist das mir! Das war doch ein Klaps! Muss erstmal schauen, welche Richtung richtig war. Ha! Habe ich hier den gleichen Fehler wie beim ersten Mal gemacht hier? I guess so. Doppelt hält besser. Ah, schön. Da durchschwimmen? Vergiss es! Müssen wir? Nicht mit unseren Seilpistolen. Ja, davon bin ich ausgegangen, aber wo kann ich die benutzen? Nun, ich würde ja gern sagen, ja, die Seilpistolen, die machen das eben einfacher, aber... I see nothing. Okay, Fake News, Fragezeichen. Bist du da? I'm out of here. Bye. Sagen gar nicht gefühlt eh nicht einsammeln, weil ich dauernd voll bin, wie ihr seht. Scheint auf jeden Fall irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein. Nein, ihr seid doof. Ich will nicht gegen euch kämpfen müssen. Flucht doch mal. So you don't understand, das Viech ist nicht funny. Mich damit. Alles sehr krass an. Du warst doch das. Von der Optik. Beziehungsweise von. Jetzt wird's schlimmisch! Die Optik hier gab. Bitte. Entschuldigung, ist es zu spät? If you know, you know. Hat ziemlich Last of Us Vibes gerade, die Maps. Okay, but for now. Ich überlege gerade, was ich hier machen soll.
Wahrscheinlich wieder irgendwas verschieben. Aber noch da, dass das Kabel quasi genau vorm Reaktor schon ist. Kann es das sein? Hopp. Wie gut aus. Kann ich den jetzt auch wieder runter? Nope. Okay. Na komm. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Wir cheaten uns einfach so durch diesen Seilding. Hallo, Shinra. Schnappt sie euch! Ja! Ja, bestand! Mein Fehler! Komm schon, ich bin dabei! Knapp genug! Dein Einsatz! Ich leg los! Hab ich eigentlich hier irgendwas mit Feuer? Feurige Welle. Sounds fun. Scheiße! Ist dir etwas schwindelig? Sieh genau her! Kannst du überleben? Steht zu Diensten! Feuer und Flamme! Scheiße! Nimm das! Scheiße! Und los! Wait, hat sie gar keine Sinnfunktion? Oh. Bereit? Hält hin! Verdammt! Ich wollte gerade schon sagen, Moment. Sag mir nicht, dass du nichts hast. Scheiße! Schon gewonnen! Wait, von welcher Seite bin ich gekommen? okay. Bitte passen. Und es ist halt wieder so typisch. Wir werden zurückgelassen, oder die Ladies werden zurückgelassen, ja? Weil, oh, die Boys hier liegen gerade schon. 5 Minuten später. Dann los. To the Rescue, weil, ja. Shinra, und dann auf einmal alles im Arsch ist. Viel Erfolg. Jetzt zeig ich euch, was ich hab. Habt ihr uns nicht gleich mitgenommen. Du schaffst das schon. Auf in den Kopf. Bereit? Komm. Wieso trifft sie eigentlich so für gar nicht? Hey, jetzt reiß ich mich auf! Wird's heiß! Oh. Entscheiden wir! Hier hab ich's gezeigt! Was ist? Ich glaub, das passt. Puh. Dein Einsatz! Na gut, wenn's sein muss! Also wenigstens gab es ein Heil. Kannst du mal an die Arbeit? Zum Angriff! Beschwören bräuchte ich nicht wirklich. Konzentration! Das war ein gutes Training! Wenn man so überlegt, dass der Reaktor, also der Reaktor im Gongaga eigentlich eher so optional war und so klein. Ja, man hatte halt einen kurzen Turks-Kampf gegen Reno und Root, Fragezeichen. Ich glaube, das waren die beiden. Aber das ist halt wieder was, was hier viel länger ausfällt, der ganze Abschnitt. Oh, wow, gut, dass ich mich geheilt habe. Ja? Gut gelaufen. Schon da. Ja, was ist los? Wir los. Viel Erfolg. Komme schon. Das tut richtig weh. Stets zu
Diensten. Stoppt es. Wäre cool, wenn ich irgendwie Blitz hätte. Hey, ich leg los. Blitz, anyone? Nee, okay. Hätte hier sein können. Lichter, los. Komm schon. Du schaffst es. Kann mich jemand aufhören? Überlass das mir. Ha! Nimm das. Was ist das nur? Ich weiß gerade leider nicht, ob ich irgendwas mit Blitz habe. Scheint nicht so. Zettlere, hopp ich mit. Zack, zack. Dein Einsatz. Überlass das mir. Na? Ja. Hopp. Hopp. Hilf mir mal. Hast du irgendwas mit Blitz? Nee, ne? Da haben wir Wetter. Gott, die Schnelle Stunde. Na? Ich lass dich zu brennen. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Nimm das aus! Das war gar nicht schlecht. Los! Verbrenne! Ich brauche diese Bank gleich. Dringend. Viel Erfolg! Ich leg los! Und los! Ganz ruhig. Jetzt nur keine Panik. Du hast Platz. Geht's dir nicht gut? Aber Flieg. Leider nicht. Triffst du von da besser? Ich hab grad eigentlich was zu tun. Das ist meine Los, ich lass nicht von sich versammelt. Ja. Juppie kam, sah und siegte. Ich meine, haben wir eine Bank, I guess. Das macht's gerade einfacher. Okay. Und super Tränke können wir eh ein bisschen gebrauchen noch. Bin ich gespannt, ob du jetzt Turks bekommst. Erst ein Bossfight oder. Ach, shit. Ich lauf dann mal. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, ich lauf mal einfach. Entschuldigung, aber ich habe gerade leider keine Zeit, mich abknallen zu lassen. Ah, bitte um Verständnis. Die Kuh kenne ich! Du bist doch nett. Tiefer! Alles okay? Wie sieht's denn aus? Cloud! Migräne, wie immer. Ihr nutzlosen Würmer! Was zum... Hier spielt die Musik! Du erinnerst dich doch bestimmt an mich, oder? Du, alte Schachtel! Wir sind jetzt deine Gegner! Du hast doch keine Angst, oder? Ich bin an einem Punkt angekommen. Da verletzen mich solch billige Beleidigungen nun wirklich überhaupt nicht mehr. Aber sie erwecken tief in mir den unbändigen Drang, euch in Stücke zu reißen! Aber ich habe keine Aggressionsproblem oder so. Nein! Zack, zack! Okay. Ich zähle auf dich, überlass das mir! Bereit? Wenn ihr eine Idee habt, wie wir dann am besten Jetzt vorgehen könnt, sagt mir. Und das sollte ja für alles funktionieren, oder? Das ist ja quasi ein Ding. Was haben wir? Nachdem die beiden Namen zerstört wurden, kannst du direkt auf Skala ziehen. Na, okay. Also. Einfach mit Bissruf da, ne? Bin ich jetzt drin?
Van first. Hilf mir mal. Dankeschön. Seht genau her. Und ab mit dir. First things first. Sie ist die Einzige, die blitzt. Sie ist die Einzige, die blitzt. Das schockt dich. Kann ich mitarbeiten? Maybe. Der Blitz soll dich treffen. Flieg! Ja, schreit noch mal. Ich leg los. Das sieht aber gefährlich aus. Komm schon. Immer vorsichtig bleiben. Na? Hilf mir mal. Das wird ein Spaß! Ein Mischstück. Und los! Wechsel! Na gut, bleib mit das sein! Hat mein Meisterwerk gefällt doch wohl nicht! Los! Ich verstehe nicht, wie ich ihre Magieangriffe benutzen kann, das tut mir leid. Jetzt ist Schluss! Checke es nicht. So, eigentlich muss es einfach sein, wenn ich diesen Scheiß werfe. Manchmal funktioniert es, aber nicht immer. Ich weiß leider nicht, woran das liegt. Hey, du bist dran. Los! Überlass das mir! Los! Nimm da! Hopp. Hilf mir mal! Kannst du weitermachen? Jetzt gibt's eine Lehrstunde! Himmelsschlag! Zack! So, mach sie manchmal einsamer von selber. Da werde ich echt nicht stolz drauf. Jetzt halt wir aus, oder? Nimm das! Bin bereit? Ich fühle mich jetzt auch schon ausgenutzt, jawohl! Potzblitz! Ich habe halt sonst nichts wirklich. Ja, komm, geschenkt! Dann zeig mal, was du kannst. Die Arbeit! Viel Erfolg! Komm schon! Na gut, wenn's sein muss. Hab ich dich! Ungeziefer! Das ist richtig, oder nicht? Tiefer! Es geht los! Ich glaube, ich muss auf Skala. Flieg! Ich glaube, das war recht. Ich hab hier was Schönes. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Kannst du überstehen zu Diensten? Flieg! Was macht Schock? Das macht Schock. Aha. Aber kein Limit plus gerade. Halt für deine Strafe! Mach dich auf was gefasst. Okay, im Team. Na, Blitz. Ich hab nur normal Blitz. So lob ich mir das. Nicht frech werden. I guess he pissed now. Entschuldigt die Verspätung. Oh nein! Autsch! Nun hat irgendjemand. Ja, auf da rein zu. Ein kleines Geschenk. Überlass das mir. Hey! Und die Kinder müssen halt zum Beschwören. Arbeiten wir im Team! Wird erledigt! Hab ich dich! Jetzt fühlst du mir! Ich bin bereit!
Und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich Ramu dabei habe. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Go, Chicken Nugget. Hey, fass du die Alte. Das mir. Ich leg los. Gemeinsam. Los geht's. Wow. Darüber kann ich lachen. That hurts. Not gonna lie. Ich dachte irgendwie, es kann auch sowas heilen, aber no. No. Übernimm du. Na gut, wenn's sein muss. Keine Sorge. Nimm das, wie es ist. Nimm das. Jetzt ist Schluss. Lieb von dir. Ich leg los. Dein Einsatz. Komm schon. Wollen wir? Oh. Der ist richtig. Genau her. Na? Ich komm grad nicht voran. Wechsel. Steht zu dir. Zack. Und. Hab ich dich. Wie ist das? Unkomplizierter Flügel. Bin ich jetzt drin? Ah, okay. Ich dachte, ich kann noch Schutzengel raushauen, aber ich wollte eigentlich eher Weave. Oder etwas, das mich heilt. Ah, ich glaube, der heilt mich jetzt. Pass gut auf dich etwas. Auf. Das war knapp. Leih mir deine Kraft. Warum kann ich ja absolut gar nichts benutzen? Auf in den Kontohut! Ich will Schmerzschreie hören! Wer kann mithalten? Toten wie das Schau im Zorn selbst! Hab ich dich ganz vergessen! Keine Ahnung von Lady Scott. Also bist du überfordert? Dann wollen wir mal. Ich hab auf jeden Fall ein paar Limits ready. Lasst mich eure Schönheit! I don't like this. I'm gonna be dumb. Ich will dafür jetzt kein Limit verballern. Viel Erfolg! Komm schon! Hey! Zeit und Gnade zu winden! Es geht los! Ab mit dir! Nimm das! Was? Auf in den Kopf! Nein, wie lange brauchst du denn? Mein Gott. Die brauchst du dann echt nicht mehr. Legit. Macht natürlich nicht einfacher, dass keiner fucking Witz hat auf Eris. Hm?
du von dort besser? Jetzt gibt's eine Lehrstunde. Ja, das war's schon. Lieb von dir. Es geht los. Ich kann halt nichts machen gerade. Gib auf dich acht. Bin los. Ich jetzt drin? Wo ist das Vieh? Stopp! Du schaffst das schon. Wird erledigt. Ist das alles? Ich zeig euch, Hilf woran es hat. Komm schon. Einen Schlag für mich sollte man nicht machen. Gar nicht mal schlecht. So mache ich einfach kein fucking Damage an dem Vieh. Wie ist das? Ich will Schmerzschreie hören. Nimm das. Wie ist das? An die Arbeit. Ich check es grad nicht. Ich. Viel Erfolg. Komm schon. Ich kriege einfach keinen Damage rein bei der. Bei dem rechten. Mit dir! Blitz? So, ich hau ja schon mit Blitz rauf, aber Damage ist so nee. Gefühl, ich sollte einfach auf sie gehen wahrscheinlich, weil das gerade einfach nur sinnlos sich in die Länge zieht. Wenn ich an diese Scheißdinger gehen. Gib auf dich acht! Überlass das mir! Gemeinsam! Übernimm du! Jetzt gibt's eine Lehrstunde! Weil irgendwas ist scheinbar falsch gerade. Ich glaube, es ist einfach, ja, dass ich auf sie muss und die Raketendinger nicht kaputt kriege. Das wird wehtun! Oder halt nicht schnell genug, weil. Toten die Tempel sind halt. Stopp! Ja. Ich leg los! Not funny, willst du fliegen? Hey, ich bin einfach auf die, I guess. Scheiß auf die, ja. Ich kann jetzt so schnell so gehen, als wenn ich die Raketen erst kaputt mache. Windet euch für mich jetzt doch! Wie ist das? Jetzt ist Schluss! Sag ja mal danke! Na? Das willst du mir! An die Arbeit! Ja! Das wird wehtun! Dein Einsatz! Ich leg los! Zack! Los! Zusammen! Was ist das mir? Anstrengend. Da geht noch mehr. Hat geklappt. Ist nur ein bisschen nutzlos, dass sie das darauf macht. Honestly. Ich zähle auf dich. Zeig ich euch, was ich kann. Na gut, wenn's sein muss. Rangehen, ja? Dann zeig mal, was ich kann. Flamme der Ninja! Stopp! Ich? Ja, flieg! Los geht's! Nervig. Ich würde gerne noch hinterher ballern, ne? Gib auf dich acht. Ich leg los. Wie ist das? Hast schon. Hopp. Hopp. Ja.
So, wie steht ihr zu dem Kampfsystem, Herr Siebener? So, ich sag immer, wenn ich die äußere, ist halt negativ, aber man sieht halt, warum. Du schaffst es! So, gibt es jemanden von euch, der sagt, ja, nee, das ist super, das Kampfsystem macht voll Spaß. Oh, I don't know. Vielleicht bin ich einfach unterlevelt. Nicht so mehr. Lass es Level-Sessions einbringen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Warum es so extrem frustrierend bei mir ist. Ich habe das Gefühl, es ist im Vergleich zum ersten Remake-Teil noch anstrengender. Beziehungsweise einfach sinnlos in die Länge gezogen, die Kämpfe. Oh nein, wir brauchen jetzt 30 Minuten Kampf. Damit das Spiel noch länger ist. Genau. Kein Risiko eingehen. Halbzeit vor. Dass einfach eher in die Länge gezogen wird. Ja, was ist los? Ja, also wie unhöflich. Nur ich das. Keine Ahnung. Mach kein Damage an mir. I don't know warum. So, ich mach grad kein Damage. Stopp! Jetzt ist Schluss! So, egal, was ich grad angreife, ich mach kein Damage. Wird heiß! Liegender Wechsel! An die Arbeit! Auf kann nicht verlieren! Tja, ich sitze hier noch in 3 Stunden, wenn das weitergeht. Dein Einfluss. Überlebt. Du schaffst das schon. Ich fühle mich hier ganz schön ausgenutzt. Jawohl. Geheimtechnik. Gar nicht mal schlecht. Was soll das denn wieder? Schwierig. Oh, sie ist wunderschön. Ich hoffe, sie frisst dich einfach. Und gehört so gut wie mir. Komm zurück. Schluss mit den Mätzchen. Aris, Yuffie, alles okay? Geht schon. Ihr Narr! Die dumme Kuh darf die Materia nicht kriegen. Ich finde halt, es ist nicht ausgeglichen genug. So, die normalen Battles sind viel zu leicht und die Boss-Battles sind halt viel zu schwer. Okay. Nur tiefer, ha? Würde ich aber sagen, es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, kurz den Part zu beenden, beziehungsweise ein Päuschen zu machen, noch 1:30, wovon, glaube ich, eine Stunde nur Bossfights sind. Schwierig. So, ich habe das Gefühl, mit den normalen Kämpfen komme ich ganz okay zurecht und dann kommen diese Boss-Battles, wo du 30 Minuten dran sitzt und dir denkst, okay, muss das? Muss das sozusagen einfach künstlich gezogen, weil zum Ende, ihr habt ja gesehen, 2-3 Damage oder 20-30 Damage. Wie gesagt, ich kann nicht zuordnen, ob ich einfach gerade ein bisschen unterlevelt bin oder es einfach so dieses typische, aber der Kampf muss länger sein und dramatischer sein und I don't know. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Haut rein. Schönen Abend euch und bis dann. Ciao, ciao.